Wir zünden unsere Erstkommunionkerzen für euch an. Liebe Erstkommunionkinder, seit eurer Taufe gehört ihr zur Gemeinschaft der Kirche. Wir entzünden unsere Erstkommunionkerzen heute für euch. Sie sind ja zugleich unsere Taufkerzen. Ihr werdet eure Taufkerzen zu eurem Erstkommunion-Gottesdienst in die Kirche tragen, wo sie dann während des Gottesdienstes brennen, und so werden sie dann zu euren Erstkommunionkerzen. Wir wollen euch heute sagen, wir denken an euch und beten dafür, dass ihr bald mit euren Familien froh eure Erstkommunion feiern könnt. Wir sind Bibelentdecker, so lautet das Motto eurer Erstkommunion. Jeder von uns hat einen Bibelvers für euch ausgewählt. Wir sind sozusagen für euch in der Bibel auf Entdeckungstour gegangen. Gottes Wort will ganz besonders dann für uns da sein, uns aufrichten, begleiten und Mut machen, wenn wir das Mahl nicht feiern können. Denn in den Worten der Bibel ist Jesus uns nahe, ist Gott für uns da. Der Vers, den ich für euch ausgewählt habe, begleitet mich seit meiner Priesterweihe. Er stammt aus dem Alten Testament, aus dem Buch Rut. Es ist für mich Gottes Zusage an uns alle. Wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Wo du bleibst, bleibe ich auch. Und mit mir sind viele andere auf Entdeckungsreise gegangen für euch in der Bibel. Seht und hört selbst. Sei mutig und entschlossen, hab keine Angst, denn Gott ist bei dir, wohin du auch gehst. Und er befiehlt seinen Engeln, dich zu behüten auf all deinen Wegen. Sie tragen dich auf ihren Händen, damit dein Fuß an keinen Stein stößt. Für Bibelentdecker aus dem Buch Genesis. So sagt Gott, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und will dich segnen. Dankt dem Herrn, denn er ist freundlich, denn seine Güte währet ewiglich. Psalm 136. Gott, der Herr, wird dir seinen Engel mitschicken und deine Reise gelingen lassen. Jesus, du bist unser Licht und unsere Zuversicht. Am 5. April 1970 bin ich zur ersten Heiligen Kommunion gegangen. Damals war es Brauch, dass jedes Kommunionkind einen eigenen Kommunionspruch hatte. Meiner lautete, damit meine Freude in euch ist und eure Freude vollkommen wird. Das stammt aus dem Johannesevangelium, Kapitel 15, Vers 11. Gott ist am größten und kleinsten. Heiliger Augustinus. Sagte zu ihnen, kommt her und esst. Keiner von den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Johannes 21, 12. Du führst mich ins Weite, du machst meine Finsternis hell. Jesus sagt, wem ist das Reich Gottes ähnlich? Womit soll ich es vergleichen? Es ist wie ein Senfkorn, das ein Mann in die Erde steckte. Es wuchs und wurde zu einem Baum, und die Vögel des Himmels nisteten in seinen Zweigen. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Römer 12, 15. Gott hat seinen Engeln befohlen, dich zu behüten, Tag und Nacht, wohin du auch gehst. Mit meinem Gott springe ich über Mauern. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht,
was er dir Gutes getan hat. Psalm 104. Jesus kam auf Jesus zu. Da fragte Jesus ihn: Was willst du? Was kann ich für dich tun? Ach Herr, rief Bartimäus, gib doch, dass ich wieder sehen kann. Ich will es tun, sagte Jesus freundlich. Geh nur heim, dein Glaube hat dir geholfen. Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ich bin mit dir. Ich behüte dich, wohin du auch gehst. Genesis Vers 28, 15. Liebe Kommunionkinder, der Bibelvers an meiner Erstkommunion war der vom guten Hirten, der seine Schafe nie alleine lässt. Auch ich wünsche euch, niemals alleine zu sein. Damit sie das Leben in Fülle haben. Mein Lieblingsvers aus der Bibel ist aus dem Buch Exodus, als Mose am brennenden Dornbusch steht und Gott zu ihm sagt, ihm die Zusage gibt: Ich bin der Ich bin da. Und das hat eine Fortsetzung im letzten Satz für mich aus dem Matthäusevangelium, wo Jesus seinen Jüngern sagt: Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Liebe Kommunionkinder, Jesus ist das Licht der Welt. Man zündet nicht ein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber, sondern man stellt es auf den Leuchter. Dann leuchtet es allen im Haus. Doch Jesus begann mit ihnen zu reden und sagte: Habt Vertrauen, ich bin es. Fürchtet euch nicht. Liebe Kommunionkinder, liebe Bibelentdecker, denn er hat seinen Engeln befohlen, dich zu behüten, also zu beschützen, auf all deinen Wegen, dass sie dich auf Händen tragen und dass dein Fuß niemals an einen Stein stoße. Das ist Psalm 91, Vers 11 und 12. Wir denken an euch. Tschüss! Ich hoffe, es hat euch Mut gemacht. Wir denken an euch und freuen uns, wenn ihr hoffentlich bald in die volle Mahlgemeinschaft mit Jesus aufgenommen werdet.